Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Ich bin wieder mal rausgegangen hier an die Nordseeküste und ich habe die schöne neue DJI Air 2S mit dabei und meine Mini 2. Und ich möchte jetzt hier mal ein paar kleine Tests laufen lassen, ein kleines Comparison auch zwischen den beiden. Ich werde zuerst einmal mit der Mini 2 fliegen und dabei dann auch diese neue Funktion des Upgrades, des Updates ausprobieren bei der RTH-Funktion, der Return-to-Home-Funktion, dass man halt die Kamera noch frei bewegen kann, während die Drohne automatisch zurückkommt. So hat man also praktisch die Möglichkeit, eine Art von cinematischer Aufnahme zu machen. Und man muss sich nicht um die Steuerung der Drohne kümmern, sondern man kann sich komplett auf die Kamera konzentrieren. Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Okay, dann starte ich jetzt mal die kleine Mini 2. Ich habe auf der Mini 2 jetzt ja auch, ich habe neue ND-Filter, ein ND-Filter-Set für die Mini 2 bekommen. Das probiere ich heute auch erstmalig aus. Und da heute sehr viel Sonne ist, habe ich den ND32 draufgesetzt. Mal schauen, wie die Aufnahme dadurch wird. Ich starte die dann hier auch schon mal. Gut, und dann wollen wir die Kleine mal in die Luft bewegen. So, alles klar. Ein bisschen ist sie mal wieder am Zuppeln hier, bis sie sich richtig einkalibriert hat. So, da bin ich. Was euch sicherlich auch schon aufgefallen ist, falls ihr eine Mini 2 besitzt, dass sie sich immer ein bisschen von alleine auch bewegt. Der liebe Sven hatte mir das auch gestern geschrieben, dass er sich gewundert hat, warum sie automatisch manchmal einfach nach unten geht. Aber das liegt wohl an dem System. Gut, dann werde ich jetzt mal zu dem eigentlichen Startpunkt fliegen, dieser Testreihe. Und zwar bewege ich mich dazu. Ja, sie macht manchmal wirklich sehr, sehr merkwürdige Flugbewegungen. Die Mini 2. Ich habe sie jetzt im Cine-Modus. Jetzt ist sie unterwegs. Ich hoffe, es geht euch allen gut, dass ihr gesund seid und Spaß habt. Dankeschön, dass ihr immer so fleißig meine Videos schaut. Da freue ich mich echt drüber. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne einen Kommentar da lassen, ein Like. Abonnieren, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Ihr kennt das Spielchen ja. So, und dann sind wir jetzt hier an der Küste mit der Mini 2 unterwegs. Und wir fliegen zu unserem Startpunkt von der eigentlichen Aktion. Von dem Test der Return-to-Home-Funktion mit frei beweglicher Kamera. Ich hoffe, das funktioniert ganz gut. Mal schauen, wie weit ich hier rausfliege. So, ein Stückchen fliege ich noch. Akku ist auf 80%. Wenn sie gleich zurückkommt, dann hat sie natürlich auch Gegenwind. Der ist jetzt doch ein bisschen stärker geworden, der Wind. Mal schauen, wie sie damit dann zurechtkommt. Ich hatte ja schon die R2S hier die Tage geflogen, wo richtig Sturm war. Und da bin ich dann auch einmal genau in dieselbe Richtung geflogen mit der R2S. Und auf dem Hinflug ging das auch richtig gut. Nur, wie ich dann zurück wollte, war der Gegenwind so stark, dass ich gerade mal bis zu dem kleinen Eck hier vorne gekommen bin und sie da dann landen konnte, bevor der Akku alle war. Das war natürlich schon ein schöner Adrenalinschub. Okay. Jetzt habe ich hier gleich 800 Meter habe ich jetzt. Ich gehe mal auf 1 Kilometer Entfernung und dann werde ich den Return to Home einleiten und die Aufnahmen machen. So, 1000 Meter habe ich. Dann werde ich jetzt Return to Home einleiten. Rückkehr. Go home. Dreht sich um.
Flugbahn ist frei. Jo. Okay, und jetzt versuche ich halt die Kamera zu bewegen. Und das geht auch sogar ganz gut. So, einmal schwenken hier. Ja, ich bin gespannt, ob das mit der R2S auch schon funktioniert, ob das auch schon implementiert ist, dass ich hier halt solche Aufnahmen machen kann, während die Drohne im automatischen Rückkehrmodus ist. Ja, das funktioniert richtig gut. Ich kann die Kamera schön frei bewegen. Filme jetzt mal hier so ein bisschen auf die Schafe. Sie ist recht schnell, 500 Meter. Ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen weiter rausfliegen sollen. Schwenken wir mal hier rüber. Da die Schiffe und das Meer. Das ist auch eine schöne Einstellung gerade. Ich hoffe, das Bild ist nicht zu dunkel. Ich werde gleich mal noch einen anderen Filter ausprobieren. Toll. Das ist echt eine schöne, kleine, versteckte Funktion auch. So, jetzt ist es schon wieder da, 100 Meter. Jo. Jetzt ist sie direkt über mir. Genau, da oben ist sie. Okay, dann werde ich mal die Landung abbrechen. Ja, wir haben jetzt noch 65% Akku. Ich versuche das Ganze nochmal in der anderen Richtung. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in den Sportmodus, damit sie schneller fliegt. Ich bleibe auf den 35 Metern. Denn wenn ich sie jetzt erst landen würde und den Filter wechseln, dann verliere ich doch ein bisschen zu viel Akkukapazität. Ich habe ja, wie gesagt, nur den einen Akku für die Mini. Okay, jetzt sind wir hier in Höhe von der Big Bertha, dem Leuchtturm und dem kleinen Yachthafen. Weiter hinten ist dann das Industriegebiet. Und ich fliege nicht über das Meer, lieber Otter, wie du sehen kannst. Bewege ich mich nur über dem Land. Mal schauen, vielleicht fliegen wir nachher mit der R2S noch ein bisschen auf das Meer hinaus. Aber nicht zu weit. Sonst ist sie weg. So, jetzt habe ich hier 1300 Meter, 1,3 Kilometer. Ein kleines bisschen noch. Das Signal ist hervorragend. Akku sagt jetzt noch 49%. Wenn ich jetzt 1500 Kilometer, 1,5 Kilometer habe, dann kehre ich zurück. Okay, jetzt wird das Signal auch schwächer. Gut, dann machen wir hier Return to Home. So. Das macht sie erstmal wieder automatisch, dass sie die Richtung ändert. Und dann fliegt sie jetzt zurück. Und ich kann die Kamera, wie gesagt, wieder völlig frei bewegen. Die Geschwindigkeit ist natürlich ziemlich hoch bei dieser Return-to-Home-Sache. Also mit den cinematischen Aufnahmen ist das schon etwas schwieriger. Aber gut. Probieren wir es halt mal aus. Hier nochmal hinfilmen. Es ist gerade, doch, da ist ein Schiff zu sehen. Ah, das ist sogar die Fähre. Sehr schön, ich habe die Fähre drauf. Ist ja super. Die Fähre, die Elbfähre, die neue. Mit der dann auch der Otter und ich in Kürze mal fahren wollen. Ich hoffe, das klappt. Die verkehrt doch mehrmals am Tag, Otter. Also dürfte das kein Problem sein, dass du dann sogar frühstücken kannst, bevor wir hier rausfahren und filmen oder auf die Fähre gehen. Ja, das sieht richtig schön aus.
gute Aufnahme. 41% Akkukapazität noch. Wow. Das sieht geil aus. Ja, das sieht richtig schön aus. Sehr schöne Einstellung. Das Gimbal ist ein bisschen schräg. Jetzt normalisiert es sich wieder etwas mehr. Aber ich kann das ja auch sehr gut in der Nachbearbeitung dann mit DaVinci Resolve wieder ausgleichen. So, gleich ist sie wieder zurück. 200 Meter noch. Schön, dann habe ich die ersten Aufnahmen hier auch von der Elbferry. Sehr gut. So, die Drohne ist zurück. Ist genau über mir, sehr gut. Ja, das mit dieser RTH-Funktion, mit der Return-to-Home-Funktion und dass man dann die Kamera frei bewegen kann, das hat mich wirklich überzeugt. Das ist eine schöne neue Funktion. Da wünschte ich mir natürlich jetzt auch, dass ich doch ein paar mehr Akkus hätte für die Mini 2. Ich habe ja nur den einen aus dem Standardpaket. Ich hätte kein Fly More Combo für die Mini 2 gekauft. Dann hätte man das noch ausführlicher probieren können. Aber ich kann das auch gleich mal mit der R2S ausprobieren, ob da das auch so gut hinhaut mit RTH. So, da ist die Mini wieder. Unsere Mini. Nicht auch im Bild. Mal ein bisschen näher ran. Nervöse Zuckungen hat sie. Mal schauen, ob ich das wieder gleich noch ein bisschen mit reinkriege. So. Wir haben die beiden anderen Kameras. Sie jetzt auch noch mal ein bisschen drauf. Okay. Sie ist nicht leicht zu steuern, die Mini 2, so auf kurze Distanz. Wenn sie erstmal in der Luft ist und man so Weitwinkelaufnahmen macht, ist das alles kein Problem. Aber so direkt ist nicht so ganz einfach. Ja, versuche ich mal wieder auf den Punkt hier zu landen. Ja, hat funktioniert. Gerade so. Ja, schön. Das war also mein kleiner Testflug hier mit der Mini 2, um die neue Funktion auszutesten, die so ein bisschen versteckt ist im Programm, in der App, in der Fly-App, DJI Fly-App. Das halt mit dem RTH. Nochmal ganz kurz gesagt, ihr fliegt einfach zu dem Startpunkt von eurer Aktion, von der ihr die Aufnahmen starten wollt, fliegt ihr raus. Ich denke mal, bei freier Sicht 1 bis 2 Kilometer sind das schon ganz angemessen. Und dann stellt ihr die automatische Rückkehrhöhe nicht zu hoch ein. Ich hatte jetzt 36 Meter, das ist ganz okay. Und dann drückt ihr das RTH rein, das automatische Return to Home. Dann fängt sie an zurückzufliegen. Und ab dem Moment könnt ihr dann die Kamera frei bewegen und versuchen, möglichst cinematische Shots reinzukriegen. Fliegt jetzt gerade ein Hubschrauber drüber. Ja, die neue DJI R2S soll mich ja warnen. Das habe ich ja eingeschaltet, falls ein Hubschrauber oder ein anderes Luftfahrzeug sich nähert. Dann
werde ich jetzt erstmal die Mini 2 wieder verstauen und eine schöne kleine Tasse Tee trinken. Hab mir extra hier meinen Tee mitgebracht. Und dann werde ich als nächstes die R2S starten. Also dranbleiben, es geht gleich weiter. Prost!